Ja, die Benutzung hat mir schon viel als Vorlage geliefert, aber ich möchte es relativ kurz fassen. Wer verunsichert? Der Betriebsrat der SWA verteilt in Reaktion auf diese Neuausrichtung ein Papier im Betrieb, klare Forderungen aufgestellt werden für den Fall der Schließung und der Überführung der Kolleginnen und Kollegen in die GNH in andere Arbeitssituationen, Arbeitsplätze innerhalb der GNH. Wer vorhin zugehört hat, gehört, dass ich von diesen Arbeitsplätzen gesprochen habe. Damit meine ich, wie gesagt, auch im Redebeitrag schon deutlich geworden, Arbeitsplätze am Standort innerhalb der GNH. Diese Situation ist in der Tat bedroht, das wissen die Kolleginnen und Kollegen seit langem. Wie gesagt, der Betriebsrat macht seine Arbeit und verteilt ein Flugblatt an die Kolleginnen und Kollegen mit Forderungen bei Schließung, Forderungen bei Verkauf. Der Verkauf selbst würde natürlich nochmal ganz andere Problematiken hervorrufen, wie zum Beispiel Bezahlung nach welchem Tarif etc. pp. Verunsichernd, meine Damen und Herren, verunsichernd sind Aussagen, die mich ehrlich gesagt an Thomas de Maizière erinnern. Teile der Antwort würden Sie verunsichern. Verunsichernd ist es, wenn durch die Bank alle Fraktionen, ob das der Herr Mijatovic ist, oder der Herr von Rühn oder andere, sagen, uns fällt die Entscheidung schwer. Schmerzhafte Einschnitte müssen in Kauf genommen werden, ohne zu sagen, was Sache ist. Das ist verunsichert und deshalb sagen wir ganz klar, wir sind gegen diese schmerzhaften Einschnitte für die Arbeit, für die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist unsere Position und die mag Ihnen nicht schmecken, aber das ist keine Verunsicherung. Verunsichert ist die Situation, die den Betriebsrat zwingt, solche Flugblätter zu verteilen.